der TSG Hoffenheim war einer der beiden Top-Aufstiegsfavoriten auf den Aufstieg in die dritte Liga zu Gast bei der SG Barockstadt. Ja, der Schorsch, der schenkt aus im VIP-Raum, nicht mehr auf der Enzernhütte, das ist längst nichts Neues mehr. Und er sorgt dafür, dass die Jungs auf der VIP-Tribüne immer gut versorgt sind. Das ist ganz wichtig. Heute kamen 1232 Zuschauer ins Stadion. Und die Mannschaft aus Hoffenheim, die hatte natürlich die Möglichkeit, hier für 24 Stunden Tabellenführer zu werden mit einem Sieg gegen die Barockstadt. Rainer Madiger und Maxi Heiner vor dem Spiel, der Stadionsprecher und der Manager der Barockstadt. Und dann hier der Vereinshund Luise, der SG Barockstadt und ein amerikanischer Zwergpudel. Der Hund von wem? Ganz klar von ihm hier, von Kevin Hillmann. Kevin Hillmann, heute Co-Kommentator der Torgranate im Livestream. Rein ins Spiel, ein taktisch sehr diszipliniertes Spiel auf sehr hohem Niveau von Anfang an mit wenigen Torchancen, weil sich beide Mannschaften einfach keine Fehler erlaubten. Ganz wenige nur hier. Marius Köhl tritt hier am Ball vorbei. Gute Möglichkeit für die Barockstadt. In der ersten Halbzeit dann der weite Abstoß von Nahuel Noll, der Torhüter von Hoffenheim. Und dann kommt Andu Kelati an den Ball und schießt ihn drüber. Beide Torhüter hatten nichts zu parieren in der ersten Halbzeit. Trotzdem gab es die ein oder andere unterhaltsame Szene. Die hier zum Beispiel. Leon Pomnitz schickt Dennis Owusu auf den Weg zur Führung. Verlassen ihn im letzten Moment die Kräfte. Ja, es war wirklich ein hochwertiges Spiel. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen, auch wenn die ganz großen Torchancen vor der Pause noch nicht da waren. Aber hier der Einsatz. Miljan Habermehl, klasse geholt. Pomnitz auf Owusu. Die Barockstadt suchte die Chance, auch wenn noch ein bisschen das Zielwasser fehlte. Etwas zu hoch angesetzt hier der Ball von Owusu. Letzte Szene vor der Halbzeit. Noch einmal die Barockstadt über Mo Reinhardt, Leon Pomnitz. Der Ball raus, abgewehrt und dann Christian Gaudermann mit ganz viel Wille und Moritz Reinhardt wird im letzten Moment geblockt. Pausenstand 0:0 in einem sehr, sehr guten Regionalligaspiel. Ja, die Spannung, die stieg hier in der zweiten Halbzeit. Es war ein ganz, ganz enger Spagat. Wohin wird das Spiel kippen? In welche Richtung? Das war hier die Frage, die sich alle stellten. Die erste Möglichkeit nach Wiederbeginn, dieser Schuss hier von Hoffenheim, aber klasse pariert von Samuel Zapico. Der Torhüter der Barockstadt, auch heute wieder ein guter Rückhalt. Dann der Freistoß, Tim Bischoff. Ihr seht, die Chancen werden immer größer. Und knapp am Tor vorbei, das war haarscharf die Möglichkeit. Wie gesagt, es hätte hin und her gehen können, aber die Barockstadt, die fightete, die machte das beste Spiel seit Wochen und dann kam er hier. Patrick Scharf kriegt von Sedat Gören die letzten Anweisungen. Nach zwei Spielen Pause wird er wieder eingewechselt, Mitte der zweiten Halbzeit. Jetzt Patrick Scharf dabei und da ging nochmal ein Ruck durch die Mannschaft. Freistoß für die Barockstadt, Marius Köhl und er senkt sich ein bisschen spät, ein klasse Freistoß. Ein bisschen spät ging der Ball hier runter, sonst wäre hier vielleicht das 1:0 gefallen. Und dann eine ganz wichtige Szene. Super Einsatz hier. Leon Pomnitz, das war Wille, das war Leidenschaft, so wie bei allen heute. Klasse gemacht, er setzt sich durch. Die Übersicht zu Dennis Owusu. Kann er abschließen? Nein, kann er nicht. Aber durch diesen Einsatz von Pomnitz kommt die Barockstadt zu einer Ecke. Und die Ecke bringt Pomnitz herein. Mit links. Und dann ist Mo Reinhardt da und dann ist endlich wieder ein Treffer gefallen. Die Führung und die war verdient für den Wille, für die Leidenschaft, für das Herz, den die Barockstadt hier zeigte. Nach 388 torlosen Minuten die Führung für die Barockstadt. Und für ihn war kurz danach Schluss. Moritz Reinhardt wurde ausgewechselt und holte sich den verdienten Applaus von den Rängen ab. Klasse Spiel auch von ihm. Ja, und das war, wie gesagt, die 72. Minute. Danach passierte gar nichts mehr. Hoffenheim hatte keinen zwingenden Abschluss mehr und deshalb gewann die Barockstadt absolut verdient dieses Spiel und beendet, ja, wenn man das überhaupt sagen darf, die Krise. Die schlechte Leistung vom 0:5 bei Eintracht Frankfurt 2 aus der vergangenen Woche ist jedenfalls vergessen. Jetzt geht's am Freitag weiter mit dem nächsten Auswärtsspiel in Balingen. Wenn man die Form wiederholen kann, dann gibt es vielleicht auch dort die nächsten drei Punkte.